Trend ist, dass es keinen Trend gibt. Es müssen emotionale Konzepte entwickelt werden, man muss Gäste begeistern können, die müssen technisch modern ausgestattet sein, sie müssen zielgruppenspezifisch schon da sein. Sprich, ein Iglo-Hotel in der Mitte von Köln würde natürlich wenig Gäste finden. Man muss sich immer den Markt und den Zielgruppen anpassen, aber man muss innovativ und am Ball bleiben und auch den neuesten Techniken entsprechen, sprich das Thema Digitalisierung für sich auch einnehmen. Ich glaube, in Köln kommen ganz spannende und interessante Hotelprojekte in den nächsten Jahren dazu. Mit dem Domhotel, eine alte Dame kommt wieder in den Markt, das sicherlich auf den neuesten Stand gebracht werden wird. Mit einem 25 Hours kommt ein junges, frisches Lifestyle-Konzept in den Markt hier hinein, was den Markt sicherlich bereichern will. Und ich glaube, dieses Kunterbunte, das macht den Hotelmarkt aus und das bereichert insgesamt auch alle Hotels und motiviert und animiert vielleicht auch andere, sich ein kleines bisschen zu erneuern und zu ergänzen. Ich glaube gar nicht mehr so ganz lange, weil diese Roboter-Servicekräfte gibt es schon in Japan, in vielen Ländern. Die Frage ist, wird sich das in Zentraleuropa wirklich durchsetzen? Und ich glaube, wenn das erstmal hier rüber schwappt, dann werden das Nischenkonzepte bleiben, dann wird es sicherlich Spezialhotels geben, wo die komplett darauf ausgerichtet sind. Aber ich glaube nicht, dass das mehrheitlich sein wird. Gewisse Dienstleistungen werden sicherlich technologisiert, aber im Gros, glaube ich, wird das in Deutschland oder Zentraleuropa nicht den Vorreitertum haben, wie vielleicht in anderen Märkten in Fernostasien.